Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse. Einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst, um ein bisschen Ruhe zu finden in dieser hektischen, stressigen und ein bisschen verrückten Zeit. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Selbsthypnose. Bitte schreib mal deinen Namen, Vor- und Nachname so auf, wie du ihn heute schreibst, wenn du ihn schreibst. Okay. Mach's dir jetzt bitte bequem. Leg den Stift kurz hin und fixiere bitte einmal, halt mal deine Hand so hoch mit der Handfläche zu dir und fixiere bitte einen Punkt in deiner Hand. Und jetzt konzentriere dich einfach auf diesen Punkt in deiner Hand. Und gleich beginnt deine Hand auf dein Gesicht zuzuwandern in deinem ganz persönlichen Tempo. Und je näher die Hand deinem Gesicht kommt, desto schwerer und müder werden deine Augen. Und wenn deine Hand dein Gesicht berührt, dann schließe einfach deine Augen und entspanne dich dann vollständig. Lass die Hand nun langsam sich auf deine Augen zubewegen. Und wenn deine Hand dein Gesicht berührt, dann schließe einfach ganz entspannt deine Augen. Die Hand bewegt sich langsam, so ist es gut. Immer weiter auf dein Gesicht zu und dabei werden deine Augen immer schwerer und müder. Und lass nun einfach die Hand in ihrem Tempo auf dein Gesicht zuwandern. Und wenn die Hand dein Gesicht berührt, schließ die Augen, lass die Hand runtersinken und entspanne dich einfach. Genau, so ist es gut. Genau. Und dann schließe einfach deine Augen und entspanne dich. Lass den Arm locker, ich schüttle Entspannung rein. Und wenn der Arm runterfällt, entspanne die komplette rechte Seite deines Körpers. So ist es gut. Und ich nehme deine linke Hand, schüttle Entspannung rein. Und wenn die Hand runterfällt, entspanne die komplette linke Seite deines Körpers. So ist es gut. Und ich berühre deine Stirn und ich verschließe deine Augen von außen. Und ich möchte, dass du deine Augen von innen verschließt. Und du verschließt deine Augen von innen, indem du sie entspannst. Und man lernt am besten durch Wiederholung. Ich nehme die rechte Hand ist völlig entspannt, die rechte Körperseite völlig entspannt, die linke Seite völlig entspannt, die rechte Hand völlig, die linke Hand völlig entspannt. Ich berühre nochmal deine Stirn, ich verschließe deine Augen und ich möchte, dass du deine Augen von innen verschließt. Und du verschließt die Augen so angenehm, dass selbst wenn du versuchen wolltest, die Augen zu öffnen, sie einfach entspannt geschlossen bleiben wollen. Und ein drittes Mal deine rechte Seite völlig entspannt, linke Seite völlig entspannt, Augen völlig geschlossen. So ist es gut. Und jetzt möchte ich, dass du dich einmal zurückerinnerst. Zurückgehst in der Zeit, Jahr für Jahr, immer weiter zurück. Erinnere dich in deiner eigenen Biografie zurück, bis du schließlich in einer Situation bist, in der du 18 Jahre alt gewesen bist. Stell dir noch einmal vor, wie du damals ausgesehen hast, als 18-jährige junge Frau. Welche Kleidung hast du getragen? Welche Personen haben dich beeinflusst? Wo lagen deine Interessen? Was war dir wichtig?
Lass dich noch einmal in diese Situation mit 18 Jahren hineinfallen. Und ich zähle gleich von 1 bis 3. Und wenn ich bei 3 angekommen bin, dann schnippe ich mit dem Finger und dann bitte ich dich, dass du kurz deine Augen öffnest, den Stift nimmst, der an deinem Fuß liegt und deinen Namen so aufschreibst, wie du ihn mit 18 Jahren geschrieben hast, vielleicht als du deinen Führerschein unterschrieben hast oder irgendetwas anderes. Und 1, 2, 3, öffne deine Augen, nimm den Stift, der liegt an deinem Fuß und schreib deinen Namen so, wie du ihn mit 18 Jahren geschrieben hast. Leg den Stift dann wieder entspannt hin und schließe deine Augen und entspanne dich. Und jetzt stell dir vor, wie du noch jünger wirst. Du bist 17 Jahre alt, du bist 16 Jahre alt, du bist eine 15-jährige Jugendliche. Schau dir an, wie du jetzt aussiehst mit 15 Jahren. Du trägst eine andere Frisur, andere Kleidung. Bist umgeben von anderen Personen, die in deinem Leben wichtig sind. Du hast andere Hobbys, andere Interessen. Es gibt besondere Ereignisse. Schöne Ereignisse in der Familie, amüsante Ereignisse in der Schule. Und du sitzt da in der Schule und vielleicht schreibst du einen Test und du sollst deinen Namen oben auf das Blatt schreiben. Ich zähle jetzt wieder von 1 bis 3 und bei 3 öffne die Augen und schreibe deinen Namen so, wie du ihn mit 15 Jahren geschrieben hast. Und 1, 2, 3, öffne deine Augen, schreib ihn so auf, den Namen, wie du ihn mit 15 Jahren geschrieben hast. Und schließe dann deine Augen wieder, leg den Stift weg und entspanne dich. Okay. Und jetzt wirst du noch jünger, 14. 13, 12 Jahre. Schau dir an, wie du jetzt aussiehst. Eine andere Frisur, andere Kleidung, andere Personen, die wichtig in deinem Leben sind. Andere Hobbys, andere Interessen. Es gibt besondere Ereignisse, schöne Ereignisse in der Familie, amüsante Ereignisse in der Schule. Du wirst noch jünger, 11, 10, 9 Jahre alt. Du bist in der Grundschule, wieder eine andere Frisur, wieder andere Kleidung, andere Personen, die wichtig sind. Du hast bestimmte Hobbys und Interessen, wieder besondere Ereignisse, schöne und amüsante. Und du sitzt da in der Schule und vielleicht schreibst du ein Diktat und sollst deinen Namen oben auf das Blatt schreiben. Ich zähle gleich wieder von 1 bis 3. Bei 3 nimm wieder den Stift, öffne die Augen und schreib deinen Namen so, wie du ihn im Alter von 9 Jahren als 9-jähriges Mädchen geschrieben hast. Und 1, 2, 3, öffne deine Augen und schreib deinen Namen so, wie du ihn als 9-jähriges Mädchen geschrieben hast. Und dann leg den Stift wieder hin, schließ deine Augen und entspann dich. Und du wirst noch jünger, du bist jetzt 8, 7 oder 6 Jahre alt. Heute ist dein erster Schultag. Erinnere dich noch einmal daran, wer alles dabei war. Schau dir an, wie du mit der Schultüte aussiehst und was deine Lehrerin sagt oder der Lehrer, wie sich alles anfühlt. Es ist dein erster Schultag und vielleicht hast du geübt, deinen Namen zu schreiben. Dann schreibe jetzt gleich, wenn ich von 1 bis 3 gezählt habe, deinen Namen oder etwas, das deinen Namen symbolisieren soll, so auf, wie du ihn an deinem ersten Schultag geschrieben hast. Ich zähle gleich wieder von 1 bis 3 und bei 3 öffnest du wieder deine Augen, schreibst du damals deinen Namen so, wie du es an deinem ersten Schultag getan hast. Heute ist dein erster Schultag. 1, 2, 3. Und zum Schluss gehen noch weiter zurück in die Kindheit, in die Zeit, bevor du in die Schule kamst.
Und gleich bitte ich dich, etwas zu schreiben oder zu malen, das dir wichtig war, als du noch kleiner warst. Etwas, womit du dich immer beschäftigt hast. Vielleicht im Kindergarten, vielleicht in der Freizeit. Irgendetwas. Du kannst das Wort aufschreiben oder du kannst es aufmalen. Ganz egal. 1, 2 und 3. Womit hast du dich beschäftigt, bevor du in die Schule kamst? Und dann entspann dich wieder und du wirst jetzt wieder älter. Wir gehen wieder vorwärts in der Zeit. Du bist 6, du bist 7, du bist 8 Jahre alt. Du bist 9, du bist 10, du bist 11 Jahre alt. Du wirst älter und älter, bist 12, 13, bist eine 14-jährige Jugendliche. Du wächst, wirst älter, vernünftiger, deine Gedanken ändern sich. Du bist 15, du bist 16, du bist 17, du bist 18 Jahre alt. Und nun kehrst du in Gedanken zurück zum heutigen Tag. Heute im 38. Lebensjahr. Du bist hier in Selzen und wir haben das Jahr 2019. Ich zähle jetzt gleich wieder von 1 bis 5. Und wenn ich bei 5 angekommen bin, dann öffne wieder deine Augen und strecke dich noch ein bisschen. Und 1, langsam, leicht und entspannt kehrst du zurück zum vollen Bewusstsein. 2, du spürst, wie Energie durch deinen Körper fließt und jede Zelle mit frischem, lebensnotwendigen Sauerstoff versorgt. 3, von Kopf bis Fuß fühlst du dich perfekt in jeder Beziehung. Körperlich perfekt, seelisch perfekt, emotional perfekt. 4, du hast das Gefühl, als hättest du dein Gesicht und deine Augen gerade mit frischem, klarem, kühlem Wasser ausgespült und dein Körper ist angenehm warm und entspannt. Und 5, öffne deine Augen, nimm einen guten tiefen Atemzug, streck dich noch etwas, wenn du möchtest, und lächle. Ja, das war die Selbsthypnose für diese Woche. Und wenn du intensiver in das Thema Hypnose oder Selbsthypnose eintauchen möchtest, dann besuch doch meine Website unter speedlearning.academy. Dort findest du im Shop einmal einen kompletten Selbsthypnosekurs, den ich mit meinem guten Freund und Kollegen Andreas Ermers zusammen anbiete. Und du findest einen kompletten Online-Kurs Grundlagen der Hypnose und dort lernst du noch ein bisschen mehr, wie du dir selbst und auch den Menschen, die dir wichtig sind, mit Hypnose zu positiven Veränderungen verhelfen kannst. Für heute verabschiede ich mich von dir, bedanke mich für das Zuhören und wünsche dir im Laufe der Woche viele positive Veränderungen, viel Ruhe und dass die Welt in deinem Inneren mit Hilfe dieses Podcasts ein bisschen entspannter und besser werden kann. Bis nächste Woche, dein Sven Frank.